Die letzte Handelswoche verlief nicht allzu gut für die globalen Aktienmärkte, nachdem die Inflationszahlen aus den USA höher reingekommen waren, vor allem in der Kernrate, als von den Märkten erwartet. Dann ging es nach unten. Wie geht es jetzt weiter? Heute ist der statistisch gesehen schlechteste Handelstag des Jahres für den S&P 500 und zwar mit ziemlich weitem Abstand. Wird sich das Ganze jetzt fortsetzen? Wir sehen auf Future-Basis leichte Minuszeichen, nachdem Japan Feiertag hat, UK im Prinzip Feiertag hat wegen dem Begräbnis der Queen. Ist also so ein bisschen dünne Liquidität bisher. Was werden die Amis aus dieser Geschichte zaubern? Schauen wir uns mal das Gesamtumfeld an, gucken, wie da die Lage ist. Zunächst mal sehen wir, oh, der Tech hat ziemlich böse auf die Mütze gekriegt. Hier zum Beispiel eine Microsoft über 7%, eine Apple über 4%, Google über 7%, Amazon über 7%. Also die Dickfische waren es, die den Nasdaq 100 die schlechteste Woche seit Januar beschert haben mit einem Verlust von 5,8%. Nur Tesla hat sich im Plus gehalten. Das erinnert alles so ein bisschen natürlich an diese sogenannten Nifty 50 Aktien in den 60er, Anfang 70er Jahren. Damals eben auch so schwere marktkapitalisierte Aktien, die alles auf sich gezogen haben. Damals fürchtete man eben auch Inflation und hatte dann eben eine solche Ballung von relativ wenigen Werten, 50 Aktien, die alles so ein bisschen auf sich konzentriert haben. Das ist diesmal auch der Fall. Wir haben jetzt so eine Art Mega Cap 8, also 8 Aktien, die hier im Fokus stehen. Es ist Price that matters. Es ist das, was man für solche Aktien bezahlt. Und wir bezahlen, oder wer das kaufen will, bezahlt sehr viel. Und die US-Retail-Investoren, die Privatinvestoren, sind bereit, hier sehr viel zu bezahlen. Die haben, als es am Dienstag mit den Inflationsdaten, mit den Märkten stark nach unten ging, gerade bei diesen großen Tech-Werten massiv zugegriffen, so stark wie never ever before, mit Ausnahme eines Tages in diesem Mai. Hat man mal eben 200 Milliarden den Dip gekauft und vor allem, wie gesagt, in solchen Tech-Aktien. Das heißt, hier hat man sich investiert, hat die Position möglicherweise verstärkt und kommt jetzt so langsam immer weiter unter Wasser, wenn diese Dickfische wie eine Apple, wie eine Microsoft, wie eine Amazon weiterfallen. Übergeordnet sehen wir S&P 500 jetzt fast wieder im Bärenmarkt, 18,8% im Minus, der Nasdaq 27% im Minus, Dow Jones 15% im Minus. Und Jerome Powell freut sich über hier dieses Begräbnis. Janet Yellen guckt auch mal kurz vorbei, wie es aussieht. Jedenfalls sehen wir hier mal den S&P 500 im Wochenchart. Und wir sehen hier diese dicke Kerze, eine riesige, große Kerze, was das Top betrifft oder den Weg, die Distanz zwischen Top und dem Tiefe, das wir hier gesehen haben. Wie geht es hier weiter? Wir haben aus Indikatorensicht schon einige Hoffnungszeichen. Zumindest im kurzen Zeitfenster. Hier unten sehen wir, MACD könnte jetzt drehen. Wir haben eine Überverkauftheit wieder jetzt beim Markt. Wir sehen hier mal diese Hammerkerze beim S&P 500, die wir jetzt mit dem letzten Handelstag gemacht haben, als es am Freitag späten Handel ja nochmal nach oben ging. Hier sehen wir die erwartete Range des S&P 500. Schwankt so zwischen 3700 und ein paar zerquetschten bis knapp 4000. Also eine relativ große Bandbreite. Aber heute muss erstmal überstanden werden, da wo der Pfeil ist. Das ist der 19. September. Durchschnittlich verlierte der S&P 500 an diesem Tag minus 1,0%. Mit Abstand der schlechteste Handelstag dieses Jahres. Statistisch gesehen, wie gesagt, das muss natürlich nicht so kommen heute. Aber es ist schon auffällig, dass dieser Tag sehr, sehr schwach ist. Wir hatten ja jetzt am Freitag den Verfall mit ziemlich großem Volumen. Wir haben dann eine Art Neupositionierung, Neujustierung an den Märkten. Die zweite Septemberhälfte traditionell ja sehr schwach. Auch der Septemberverfall oder die Woche nach dem Septemberverfall relativ, durchschnittlich relativ schwach. Also schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Das ist ein ziemlich komplexes Bild. Wir sind auf der einen Seite überverkauft, auf der anderen Seite
steigen jetzt eben immer mehr die Erwartungen noch weiterer Zinsanhebungen durch die Fed. Die US-Notenbank wird ja seit 15. September auch die Bilanzsumme stärker reduzieren um 95 Milliarden Dollar pro Monat. Und jetzt startet eine Woche mit einem regelrechten Zinsetsunami. Nicht nur haben wir die Fed mit ihrer Entscheidung am Mittwoch, wir haben am Donnerstag dann die Bank of Japan, die Schweizer Nationalbank, wir haben die Bank of England, die hier entscheiden werden, die Schweizer wahrscheinlich 75 Basispunkte anhebend, die Engländer 50 Basispunkte, nur die Japaner, die machen gar nichts, gell, die heben sich da ein bisschen ab, die sagen, wir haben da keine Lust. Insgesamt aber preisen jetzt die Fed Fund Futures Zinsanhebungen von 1,9% bis zum Jahresende ein, und das ist ja gar nicht mehr so lange. Wir haben jetzt September, ich glaube, dann haben wir November und dann nochmal Dezember. Also wir haben drei Fed-Sitzungen, also fast 2%, die geplanten Zinsanhebungen geht es nach den Fed Fund Futures. Und wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, dass die globalen Aktienmärkte auch in der letzten Woche wieder 3,75 Billionen Dollar verloren haben. Stagflation Concerns, also die Sorge, dass die Inflation hoch bleibt, die Notenbanken dagegen agieren, Liquidität entziehen, die Wirtschaft gleichzeitig nach unten geht. Das ist natürlich, wie ich am Freitag im Marktgeflüster versucht habe zu thematisieren, eine unschöne Situation. Auf der einen Seite Verknappung der Liquidität durch die Geldpolitik, die verhindern will, dass die Inflation weiter durch die Decke schießt. Auf der anderen Seite geht die Wirtschaft weiter nach unten, was dann wiederum die Gewinne und Umsätze der Unternehmen negativ beeinflusst. Also, wir sehen, dass wir da ein bisschen die Übertreibungen der letzten Jahre abbauen. Wir sehen dann, dass ein Index wie der Hang Seng jetzt etwa seit Juni schon wieder um 20% nach unten gekommen ist. Und hier oben eine interessante Statistik, nämlich globale Schulden plus Equity Market Cap. Also Kapitalisierung in Billionen, da sehen wir, da geht es ein bisschen weiter nach unten. Und in Sachen Rezession, Macro Surprise Index Hard Data, also die harten Daten, das sind so etwas wie Arbeitslosendaten, anders als etwa Stimmungsumfragen, Uni Michigan oder was auch immer. Jedenfalls sehen wir, dass die Daten in letzter Zeit schlechter geworden sind, wieder in den USA. Nicht nur in den USA, sondern vor allem auch in der Eurozone und auch in China. Ist da nicht viel Positives zu berichten, und das trifft jetzt dieses Umfeld zwischen einer sich verschlechternden Wirtschaft auf der einen Seite, gleichzeitig Notenbanken, die aber voll bremsen, und jetzt sehen wir hier Investoren, die zwar schon lange sehr bärisch sind, vor allem die Privatinvestoren, aber nicht danach handeln. Erst jetzt beginnen sie langsam Positionen auch wirklich zu verkaufen. Hier sehen wir den Unterschied zwischen der Stimmung und der Investor Allocation to Stocks, Bonds and Cash. Also wir sehen eine massiv hohe Positionierung nach wie vor eben in Aktien. Und das ist das Problem, das wir haben. Nochmal zur verschlechternden Wirtschaft. Goldman Sachs erwartet jetzt kein Wachstum mehr, sondern eine milde Rezession, hat, glaube ich, zum 37. Mal jetzt diesen Jahres die Prognosen für die US-Wirtschaft nach unten genommen. Und die Fed adressiert ja vor allem diese sogenannten Financial Conditions, die Finanzkonditionen. Und hier schreibt jetzt Morgan Stanley, dass die Hälfte dessen, was in den USA verdient wird, von Großverdienern erzielt wird. Und diese Großverdiener, die haben steigende Löhne oder steigende Einkommen, die leben in ihren eigenen abbezahlten Häusern und haben dementsprechend keine Hypothekenzinsen zu bedienen, die ja zuletzt sehr, sehr stark gestiegen sind. Das heißt, diejenigen, die ohnehin gestopft sind, denen geht es jetzt gut, die können diese Zinsanhebungen mit einem Schulterzucken verkraften, bis auf ihre Aktienposition vielleicht, die ein bisschen leiden. Wir sehen aber hier, dass gerade diese Top-Verdiener, dass es denen immer besser geht, während diejenigen, die ohnehin schon es ein bisschen schwer haben, jetzt durch die Inflation und durch die Notenbankpolitik noch stärker getroffen werden. Also Zentralbanken schaffen immense Ungleichheit. Das ist das große Problem. Und wie es denen auf der anderen Seite geht, hier 60% derjenigen, die Kreditkartenschulden haben, werden Jahre brauchen, um die abzubezahlen. Vor allem eben, weil sie jetzt durch hohe Inflation, hohe Lebenshaltungskosten und gleichzeitig steigende Zinsen immer mehr unter Druck geraten. Und das wird die US-Wirtschaft deutlich dann
nach unten ziehen, denn das ist die Mehrheit der Leute rein quantitativ. Hier sehen wir mal das, was zu erwarten ist jetzt im zweiten Quartal 2023. Obere Grafik, wie dann die Zinsen sind. Das sehen wir bei der Fed, dürfte das so bei 4% sein, bei der EZB und bei 2%. So oder so, wir sehen für den Anleihenmarkt jetzt das schlechteste Jahr seit 1949. Das heißt, die Anleihekurse fallen, die Renditen steigen. Also das ist nicht nur für die Aktienmärkte ein schlechtes Jahr gewesen, sondern auch für die Anleihenmärkte, was viele Profi-Investoren natürlich in Schwierigkeiten bringt. Wenn weder Aktien noch Anleihen gut laufen, dann hast du ein Thema als Investor. Hier sehen wir oben nochmal die Dividendenrendite. Das S&P 500 ist viel, viel geringer als die Rendite etwa der 10-jährigen Anleihe, Staatsanleihe oder auch etwa kürzer laufenden US-Staatsanleihen. Wir sehen auf der anderen Seite unten in dieser Grafik Dollarstärke jetzt in der 97. Perzentile, was seine Bewertung gegenüber anderen Währungen betrifft, also relativ hoch. Und relativ hoch sehen wir jetzt auch die Standardabweichung bei den Renditen. Da haben wir eine Dreierstandardabweichung, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise Zeit ist, jetzt sich in Anleihen zu investieren. So wie es der Bond-König Jeff Gundlach empfiehlt. You have to start becoming more bearish on stocks. Buy long-term treasuries. Long-term, nicht short-term, also langfristige Anleihen. Die kurzfristigen reagieren ja sehr stark auf die kurzfristige Notenbankpolitik, etwa der Fed. Also wir sehen, wer jetzt sich da investiert, der spekuliert erstens darauf, dass die Wirtschaft sich verschlechtert, in eine Rezession wahrscheinlich fällt. Daraufhin werden die Notenbanken reagieren und mit ihrem aggressiven Zinserhebungszyklus aufhören. All das wäre gut für Bonds. Langfristig gesehen ein sehr, sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis, das sich hier abzeichnet. Wir sehen jetzt übrigens auch mal hier die Wachstumserwartungen, wie schnell das jetzt nach unten gegangen ist, wie stark man sowohl für die USA als auch für die Eurozone als auch für Großbritannien die Wachstumserwartungen nach unten genommen hat. Und wir sehen, dass die Credit Creation, also die Krediterschaffung, dass die stark zurückgeht in den fünf wichtigsten Ökonomien und das ist ein Vorläufer dessen oder zurückgegangen ist, ein Vorläufer dessen, was dann an Wirtschaft kommen wird. Und ja, Aktienmärkte sind gefallen. Wir sehen jetzt auch Krypto weiter unter Druck. Hier Bitcoin bei $18.400, close to the lowest level since 2020. Also hier sehen wir diesen doch etwas herben Chart von Bitcoin, von Capital.com, dieser Chart. Das könnte jetzt eine schwierige Phase werden. Bitcoin ist ja so ein bisschen ein Frühindikator. Wenn Bitcoin nachhaltig abtaucht und hier diese Unterstützung im Bereich 18.000 um und bei reißt, dann wird es auch für die Aktienmärkte gefährlich, denn es zeigt, dass Liquiditätsprobleme offenkundig der Fall sind. Viele, die möglicherweise in Bitcoin investiert sind, dann vielleicht versuchen, sich enthebeln müssen, auch mit ihren Aktien. Das wird sich dann zeigen. Präsident Biden hat jetzt in einem Fernsehinterview gesagt, um auf das Makrogeschehen, auf die Weltgeschichte wiederzukommen gewissermaßen, dass die USA Taiwan auf jeden Fall militärisch verteidigen werden. Wenn wir bei China sind, sehen wir, dass Chengdu und Dalian, zwei wichtige Städte in China, jetzt Lockdown-Maßnahmen wieder aufheben. Chinas Notenbank hat jetzt die sogenannten 14-Day-Reverse-Repo-Rates nach unten genommen, also einen bestimmten Zinssatz nach unten genommen. Indien hat Großbritannien als fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt überholt. Das dürfte in wenigen Jahren auch mit Deutschland passieren, vor allem wenn wir uns so erfolgreich deindustrialisieren, wie wir es derzeit tun. Und Xi Jinping hat angeblich sein Militär angewiesen, ab 2027 bereit zu sein, eben für diese Eroberung Taiwans. Ich hatte vorhin von der Deindustrialisierung Deutschlands gesprochen. Wir sehen, dass nach eineinhalb guten Dekaden, wie Holger Cepic hier schreibt, in Deutschland wieder der kranke Mann Europas werden könnte mit unserer genialen Energiepolitik. Das ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Wir haben ja so ein paar Klimatalibanen an der Macht. Die sind dann natürlich besonders fundamentalistisch, halten das aber für total normal.
Und die sagen den Leuten, was sie alles nicht mehr dürfen. Das dürfte der große Trend werden. Die anderen lachen sich ins Fäustchen. Hier überlegt jetzt Russland, wie sie China zum größten Gaskunden machen können. Wird nicht ganz so einfach. Hier mal ein hochspannender Artikel mit Aussagen aus Russland selbst. Da hört man ja sonst in Deutschland überhaupt nichts. Da wird ja immer nur der eigene Nabel beguckt. Aber was sagen die Russen? Wie sieht man da diese Geschichte mit China, mit Europa? Was ist denn da los? Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung mal dieses gesamte Surrounding, Zinskeule der Fed-Aktienmärkte vor einem Abverkauf im Dezember 2018. Das ganz große Bild mit sehr, sehr starken Gedankengängen von Wolfgang Müller. Zweiter Artikel und dritter Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Inflation und Zinsanhebung in der EZB. Die Crashgefahr im Baltikum ist besonders hoch. Da sind die Kredite fast alle variabel verzinst. Die Inflation ist viel, viel höher als im Rest der Eurozone. Auch das sehr, sehr spannend. Also drei Artikel, die ich empfehle. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.